Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ja, lang ist's her. Es war ja schon für Ende des Monats angekündigt, das 700-Euro-Opening. Vorneweg, die zweite Sammlung ist jetzt nichts geworden. Da hat der Verkäufer einen Rückzieher gemacht. Und ich kann aber möglicherweise, ist noch kein Versprechen, eine richtig krasse OCG-Neuzugänge-Folge ankündigen. Bin ich gerade mit dem lieben David am Verhandeln. Und ja, diesmal machen wir es nicht so wie gewohnt, dass ich das vorsortiere, sondern wir gucken uns das direkt an. Ich werde das jetzt hier mit euch zusammen aufmachen. Und dann machen wir einen kurzen Cut und gehen dann an meinem Tisch Ordner für Ordner und so weiter durch. Der hat das mit Panzertape zugemacht, der hat mir auch Videos geschickt, wie er es zumacht etc. Ich weiß es gerade gar nicht, wo es hier wirklich aufgeht. Ja, ich glaube, Leute. Das ist krass. Ist ein bisschen umständlich. Ich muss hier ständig ums Stativ rumsteigen. So. Holy moly. Da ist jetzt alles mit Papier voll. Ich räume mal kurz das Papier raus und dann sehen wir uns direkt wieder. Puh, so sieht das Ganze dann aus. Also es ist eine ganze Menge dabei. Hier ein Tournament Case bei Tinboxen. In den meisten Tins ist aber nichts drin. Leere Boosterhüllen und so ein Krempel halt. Aber wir haben, ich weiß nicht, wann es irgendwas, 5 oder 7 Ordner müssen es sein. Ja, also wir haben hier eine Menge Ordner. Wir haben auch Deckboxen. Oh Gott, das ist ja eine riesen Deckbox. Ich weiß gar nicht. Da sind Hüllen drin. Genau. Da ist nichts drin. Ja, jedenfalls, ich räume das jetzt mal aus und dann gucken wir uns das ganz in Ruhe Stück für Stück erstmal an. Wir sehen uns. So Leute, wir fangen jetzt hier. Also wir haben jetzt, ist das staubig. Wir haben jetzt hier einmal diese Deckbox und das Case. Mit denen fangen wir jetzt an in dem Case. Dürfte nichts allzu Besonderes drin sein. Sind hier, das habe ich schon auf den Fotos gesehen, ein paar Comments, aber vielleicht ist da ja was Schönes dabei. Ich persönlich kenne mich jetzt so mit den Comments an sich nicht unbedingt gut aus. Falls ich also was Wertvolles überblättern sollte, könnt ihr mir natürlich gerne Bescheid sagen. Ich weiß natürlich von ein paar Comments, dass hier was gehen, ja, zum Beispiel Goldjet oder so, wenn hier drin wäre, oder der Wichte. Na, sowas in der Richtung. Ich glaube, vor einer Weile ging auch noch Doppelschlag. Oder nee, ist die Doppelschlag? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas mit Doppel. Da ging auch noch was. Eine Mitgliedskarte bei Ude. Auch gut. David doch, ja. Genau. Ging ja vor einer Weile auch noch was, aber. Ich bin halt. Oh, das ist cool. Paladin des Weißen Rahmen finde ich echt nice. Ich bin ja, was sowas angeht, ich bin ja kein Händler, dementsprechend bin ich nicht wirklich so auf dem Laufenden, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass ich die ganze Zeit hier überhaupt füllen kann, mit Inhalt sozusagen, auch was das Sprechen angeht. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt in einem Part mache oder in zwei. Ich glaube, ich werde es wohl in 2 Parts machen. Wir werden uns auf jeden Fall schon mal die ganzen Comments durchgucken. Mit denen werden wir, glaube ich, anfangen. Und ja, also jetzt so, wenn ich hier was rauslege, dann lege ich es nicht raus, weil es wertvoll ist, sondern weil ich es schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise in einem Toploader habe und ich dann dementsprechend das schon direkt für den nächsten Toploader vorbereiten werde. Also wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich hier teilweise relativ komisches Zeug rauslege, dann kann ich das euch ganz einfach erklären, indem ich sage, ist halt einfach schon dann reserviert sozusagen. Gut, drüben hat mein Facebook geklingelt, aber das macht nichts. Wir gucken uns jetzt mal an, was in der Deckbox drin ist. In einigen, das ist auch eine ganz schön große Deckbox, ne? Okay, wir haben hier schon mal eine tolle Königia, richtig selten. Nummer 46, Drachlugon, der geht, glaube ich, auch einige Euros. Ich glaube, waren es 3 oder 4 in Super Shadow Spectres.
Der ist Kamen aus LDK. Oh, wir haben einen Trish aus Duelist Saga. Das ist unser erster aus Duelist Saga. Guck dich mal, wie der gebandet ist. Ja, aber das ist cool, Trish, ja. Oh Gott. Da ist sogar noch auf Englisch. Ich kann ihn auf Deutsch kaum lesen. Neo Galaxy Augen Cypher Drache, ja. Das war, glaube ich, nicht Jutus, sondern Jugo. Hieß der Jugo, der Typ? Ich weiß nicht, aus Arc 5. Der hat den gespielt. Wirklich, ist mir aufgefallen, bei Arc 5, ne? So die einfachen Duelle, wenn die Leute sich da duelliert haben. Ich habe jetzt letztens die Serie wieder fertig geschaut. Neobläugiger. Die duellieren sich immer, also die haben seltsamerweise immer dieselben Startkarten. Richtig komisch, ne? Der ist sogar aus Shining Victories, aus dem Original-Set. Richtig nice. Siegel, der bläugige Zwillingsausbruchdrache. Ein antiker Feendrache aus der Collection Tin. Den muss ich mir tatsächlich rauslegen, weil den habe ich nämlich schon in einem Toploader. Dasselbe gilt natürlich hier auch für den Five-Headed Dragon. Der ist jetzt allerdings SD9, der muss wohl aus irgendeinem Starter sein, aber der ist schon ziemlich abgeranzt, der ist für die Sammlung so nicht mehr zu gebrauchen. Dann haben wir aus dem Retro-Pack ein blauäugiger ultimativer Drache, wie ist der vom Zustand, der ist auch schon bespielt, ja. Für die Sammlung ist auch nichts mehr. Dann haben wir blauäugige Geisterdrachen, beide aus der Collection Tin in Ultra. Nochmal zwei Neo aus dem Adventskalender, nochmal ein Feendrache, ich hoffe, dass der im guten Zustand ist. Naja, geht so. Dann. Oh, eine Zukunftsfusion aus Duelist Saga. Oh, ein Blue Eyes aus dem Duelist Pack Battle City. Und nochmal einer mit der Steintafel. Der dürfte eigentlich, weil der ist noch relativ neu. Der ist abgeranzt, das sieht man hier. Aber das macht nichts. Hier aus Shining Victories, der Weise mit den blauen Augen. Habe ich mal gespendet bekommen damals. Lange vor seinem Reprint, da ging der 26 Euro. Hat mich fast vom Hocker gehauen, der ist auch wahrscheinlich Victories erste Auflage. Oh, der hat aber hinten ein paar Dellen drin. Oh, das ist nicht gut. Nah. Majestät mit den blauen Augen. Eine blauäugige weiße Drache aus Duelist Saga, sehr schön. Die sind bei mir ziemlich knapp aus Duelist Saga. Habe ich erst einen, glaube ich. Weil mir den nie mehr tauschen wollte. König des Sumpfes aus Dark Revolution, der war auch mal 3-4 Euro wert oder so, richtig heftig. Dann hat er auch den Blueprint bekommen. Die Flöte, ja, auch nice, aus dem Starterdeck. Oh, hier ist ein Duelist Pack Kaiba, der niederträchtige blauäugige weiße Drache. Zu sehen war der bei diesem komischen Yu-Gi-Oh! Film. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber naja, er war nicht so wirklich gut. Ich habe ihn gesehen auf Japanisch. Oder war es Englisch, irgendwie sowas. Genau, blauer Chaos Max, das ist auch noch nice. Der ging, glaube ich, auch mal so seine 3-4 Euro. Wobei ich sagen muss, den finde ich in Gold Rare wesentlich schöner als in Ultra. Dann, oh, sehr schön aus dem Movie Pack. Aber leider auch ziemlich angedönert. Der leuchtende blauäugige Drache. Habe ich auch gerade wieder einen aus dem Retro Pack in Deutsch. Bin ich auch gerade am verhandeln. Wobei, der ist zu schlecht im Zustand. Und ja, und oh, also einmal hier aus Shining Victories, der weiße Stein der Uralten, das ist wieder richtig nice. Und dann hier die Alternativen. Ich weiß nicht, habe ich die Alternativen eigentlich schon im Toploader? Ich lege sie mal raus. Und da haben wir nochmal einen Alternativen, sehr schön. Auch die hier ging ein bisschen was vor einer Weile. Das ist jetzt so ein Kartentrenner. Oh, Inkarnation ist gut. Die kommt auf jeden Fall noch raus. Ach, der Charm, wie fett. Und die ist auch noch im guten Zustand. Exodius aus der Jump, mega nice. Der ist jetzt aus SR3. Ach, das ist eine Kammel. Letztes Angebot. Emporkömmling Goblin aus der Legendary Collection Ultra. Da dürfte auch noch einiges gehen. Ist auch hier, nehmend. Sanga aus dem... Oh, cool. Aus dem Turbo-Pack in Ultra-Rare. Ich habe schon so auf den Bildern in etwa gesehen, was mich erwartet, aber ich habe die Raritäten von dem Deck nicht erkannt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so die teure Variante ist. Nochmal aus MRD. Dann aus AST, den Gesandten der Nachwelt, als Erstauflage. Wobei man sagen muss, das ist als Erstauflage weder teuer noch selten. Gleich nochmal.
Also ihr seht, das ist schon, das geht schon gut los, so an sich, ne? So, was haben wir hier noch? Pseudospace, ist die was wer, habe ich nie gesehen. Ja, tun Inhaltsverzeichnis nice, Hemmung auch gut. Das ist eine gute Kamera, aber ich glaube, war die nicht verboten? Genau, und dann noch, oh Gott, aus YGLD, eine ganze Exodia. Ja, warum nicht? Die wird wahrscheinlich auch noch in gutem Zustand sein. Die lege ich mal hier hin. Genau so, ansonsten waren das hier so die Highlights. Das packen wir jetzt aber erstmal alles wieder direkt in die... Ich packe auch die rausgelegten Karten wieder rein, allerdings hier vor die Trennwand, damit ich die dann später nur noch rausnehmen muss. So. Ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns direkt... Wie lange machen wir den Part? 20 Minuten? Ja, 20 Minuten ist gut. Schauen wir uns den ersten Common und Rare Ordner an. Ich weiß es nicht, ich glaube die Kaijus waren ganz gut. Vielleicht der geflügelte Kuribo, ich weiß gar nicht. Ja, da sind auch direkt mehrere Exemplare hinter. Auch schwarzglänzende Soldatas Common geht, glaube ich, ein bisschen was. Ein Euro oder so. Oh, hoppla. Die ist gleich kaputt. Oh Gott, was haben wir? Goldene Homunculus Donnerdrache. Donnerdrache geht, glaube ich, auch noch ein paar Cent weg. Metal Raider First, den lege ich mal raus, weil den habe ich nämlich schon so oft, dass ich den verkaufen kann. Oh, hier fällt mir jetzt nichts auf. Was haben wir hier? Spare Ruler. Oh, Manju auch gut. Habe ich auch schon genügend. Der ging vor einer Weile noch so 2,50 das Stück oder so. Auch mega nice. Ich weiß gar nicht, wie teuer er momentan ist, aber ich glaube, so teuer ist er jetzt auch nicht mehr. Goldener Drachenbeschwörer, noch nie gesehen. Straßensynchron. Verfluchte Jungfer ist auch eine richtig cool designte Karte. Auch aus Kamen sehr schön. Boah. So. Ja, hier blättern wir halt relativ schnell durch. Hier kleine Elfe, auch eine Anime-Karte aus Arc 5. Zeitzauberer. Albtraum von Theben. Ist auch eine sehr schöne Karte. Da gibt es auch noch den anderen. Diesen Kosmokönigin. Ein dunkler Magier. Ich weiß jetzt nicht. Also hier ist es, glaube ich, sonst so an sich nichts drin, was geht. Vielleicht noch der Kriegsfürst, dass der noch ein paar Cent geht. Aber der geht auf jeden Fall nicht über den Euro. Vor allem nicht in dem Zustand, der sich hier lightly played, glaube ich. Ja, die Onis finde ich auch cool. Da gibt es ja den Blauäugigen und den Rotäugigen gibt es dann auch noch. Ja, es ist halt irgendwie ein ganz bunter Mix. Also es ist hier nicht wirklich nach irgendwas sortiert worden. Es ist halt einfach nur irgendwie irgendwas sozusagen. Ja. Ausgebildete Zauberin gibt es auch, oh, hoppla, gibt's auch aus dem, oh Gott, wie heißt's? Champion Pack, glaube ich, oder war es ein Turbo Pack, irgendwie sowas, vielleicht war es auch noch ein Tournament, bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall, da war sie auch richtig viel wert, soweit ich weiß. Raubpflanze finde ich auch ein sehr, sehr schönes Thema, kommt auch aus 5Ds, das ist halt auch der Trickreiche, auch richtig cool, aber so an sich, ich mache jetzt hier mal ein bisschen schneller, immer so ein paar Sekunden, damit ihr alles sehen könnt. Jo. Fällt mir jetzt hier so an sich nichts auf, was jetzt irgendwie großartig wert hätte. Okay, die Barrierestatuen, die gingen vor einer Weile, glaube ich, auch mal was. Da bin ich aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Was ist denn das? Dreibeinfisch. Kenne ich gar nicht. Täuschungsfrosch ist auch cool. Wenn es der Austauschfrosch wäre, dann hätten wir wieder was. Dann hätten wir wieder was. Aber das ist er nicht. Vielleicht im anderen Ordner. Wir haben noch so einen. Ein bisschen alter Stuff, ein bisschen neuer Stuff. Zustände auch sehr, sehr gemischt. Antikantriebsgolem, ich weiß nicht. Ein Kamen, vielleicht für 50 Cent oder so, oder 20 Cent. Weiß nicht, ob der für irgendwas weggeht, wobei es halt doch schon eine sehr beliebte Karte ist. Und wenn sich es halt einer nicht leisten kann, den aus TLM zu holen, der ja schon sehr, sehr teuer ist, muss man schon sagen. Hier haben wir was Interessantes, lege ich für mich raus. Wir haben hier aus dem Tournament Pack 7 eine amazonische Schwertkämpferin. Ich habe für meine ganzen TP-Commons etc. habe ich so eine extra Box.
das war jetzt wieder gut. Hier, Zodiac Hasenbüchse, ich liebe diese Karte wegen diesem Pink, ich weiß auch nicht, ich finde das richtig cool. Okay, jetzt kommen wir zu Vanillas, ganz schön viele Vanillas. Die hatte, Griffor hatte seinen First Print, glaube ich, auch in der Yugi Legendary Decks. Den gab es davor, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich ihn nirgendwo gesehen. Lektionsfee Lilly ist auch cool. Als Holo wäre sie nicht schlecht. Karten Kavallerist, antike Antriebsjagd und der von Obelisk, von dieser Eingreifgruppe Obelisk war der. den haben die auch immer, also wenn die bei 5Ds gegen diese Eingreiftruppe Obelisk gespielt haben, die haben seltsamerweise immer dieselben Karten auf der Hand gehabt. Immer dieselben Moves gemacht, so. Überhaupt nicht fantasielos. Ja, okay, das war der erste Kamen Binder. Da war schon mal ein bisschen was bei. Jetzt kriege ich. Ach, Herrgott, sagt der Binder ist im Arsch. Ich werde den jetzt einfach mal so beiseite legen. Mal da oben hin. Und das ist der zweite, der ist, glaube ich, ein bisschen dünner. Oh Gott. Ja, und da fällt schon alles raus. Zombie-Welt vielleicht ganz gut. Lege ich mal raus. Weiß ich jetzt aber gerade nicht, ob dir was geht. Das ist bloß so ein Gefühl. Leuchtende Funken. Nee. Ja, okay, hat wohl finstere Kammer der Albträume. Die lässt sich noch gut verkaufen, weil die ist in einem Zustand, der für mich halt nicht mehr so tragbar ist. Auch die Karte geht, glaube ich, noch 1 Euro. Grabwächter Stina. Mal raus. Triebe Antriebsfestung. Na, das ist jetzt halt ein bisschen umständlich mit dem. Ich verwechsel diesen Zenith-Schalter immer mit den Zahlungsnamen. Ich weiß auch nicht warum. Unbegrenzte Karten. Okay, der hängt jetzt da noch an so einem Ding. Danach kommt noch. Oh, Kettenschlag. Ist gut. Habe ich auch schon genügend. Also, ich habe jetzt noch einen Binder. Da sind dann lauter koreanische Karten drin. Der wird vielleicht auch interessant. Ich glaube, nur 3 Holos und der Rest Kamens. Aber es gibt ja auch ziemlich viele Karten im zensierten, unzensierten Artwork, dementsprechend ist der Binder für mich sehr interessant. Merkt euch die Karte hier, die kommt nämlich im unzensierten Artwork vor. Und was daran unzensiert ist, ist halt wirklich lustig, aber da komme ich dann drauf, wenn der Binder da ist. Okay, lähmender Trank, also das ist alles relativ oldschool hier. Haben wir sonst noch was? Oh, voriges Begräbnis. Machen wir hier mal ein bisschen flotter. Ein bisschen flotter. Dark Piercing Light ist auch eine ziemlich schöne Karte. Hier aus dem Champion Pack. Das Buch. Sehr schön. So Champion Pack Cummins und Rares, die finde ich halt einfach mega Bombe. Ich weiß nicht, irgendwie strahlt dieses Set so und hat so eine Anziehung auf mich irgendwie, weiß auch nicht. Die finde ich auch ganz schön, so vom Design her, genau wie die. Ansonsten sehe ich. Ah, hier Maschinenduplizierung, auch coole Karte, lässt sich auch super verkaufen. Auch als Cummins. Ah, hier haben wir auf jeden Fall mehr Erfolg. Auch hier Topf, wobei, oh Gott, wie viele Töpfe hatten wir hier drin? Topf der Gier, Spellrule, also die Kammen verkaufe ich auf jeden Fall und den wir auch, ja gut, legen wir es mal raus. Die werden wohl alle zum Verkauf sein, weil die vom Ding her nicht so gut sind. Okay, Wiedergeburten lasse ich mal bleiben. damit ist der Markt ja übersättigt, aber als die wieder erlaubt wurde, da ist für die Kammen, da hast du auch ewig viel bekommen, so im Verhältnis. Oh Scheiße, sagt man das, was hier an der Seite ist, gar nicht gesehen. Egal, ihr habt nichts verpasst. Okay, One Piece Stuff, das, keine Ahnung. Ist hier was, ja, hier ist auch nichts Großartiges dabei. Halt, Kräfteraum. Kräfteraum, mein Freund. Die geht immer gut, die geht immer gut. Also wenn ich irgendetwas übersehe, was hier was wert ist, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Teuflische Kette ging vor einer Weile auch mal was mittlerweile, glaube ich, aber fast nichts mehr. Ja, machen wir wieder ein bisschen flotter, damit wir dann am Ende auch... Okay, wir werden wahrscheinlich ein bisschen über 20 Minuten kommen, aber mich stört das jetzt nicht. Hier gerechte Nachspeise war bis zum Reprint in Ultra auch gut was wert, so. Lege ich dementsprechend aber erstmal nicht raus. Hui, hui, hui. Da ist jetzt auch nichts Großartiges dabei. Aber auch so Kamens durchwühlen und so. Das finde ich auch mal ganz lustig. So.
Macht immer mal wieder Spaß. Hier ist halt wirklich so, das ist eine ziemlich überschaubare Sammlung so an sich. Auch was die ganzen Comments und so angeht. Hier, Diamantstaubern, auch cool, war glaube ich ein Shortprint aus Maximum Crisis. Okay, dann haben wir den Ordner auch gesehen. Der ist ein bisschen gedamaged. Jetzt haben wir noch einen Common-Ordner und das ist halt hier der ist koreanisch. Wir haben hier aus LOB Menschenfresserkäfer, Gaia und Drachenflug. Was ich jetzt mit denen mache, weiß ich nicht. Also und hier unten haben wir noch einen super raren Flammschwertkämpfer. Was ich auf jeden Fall mache, ist halt die ganzen unzensiert zensierten, die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich werde hier jetzt jede einzelne Karte, die mir auffällt, wo irgendwas zensiert oder unzensiert ist, ansprechen. Wenn ich etwas nicht anspreche und es trotzdem unzensiert oder zensiert, je nachdem ist, dann weiß ich das nicht. Dann schreibt mir das in die Kommentare, damit ich die Karten nicht fälschlicherweise weggebe. Also die behalte ich sowieso. Das ist ja hier Cyberstein, den gibt es ja bei uns so in Kamen jetzt nicht. Hier oben ist die Farbgebung anders. Bei uns ist die Farbgebung einfach komplett anders als hier. Okay, ansonsten, hier ist jetzt erstmal nichts, was irgendwie zensiert bzw. unzensiert worden wäre, abgesehen davon. Wir haben hier bei der eleganten Wohltäterin oben einen Heiligenschein, den gibt es bei uns in Deutschland nicht. Aber ansonsten fällt mir jetzt auch hier nichts auf. Die Karte kenne ich überhaupt nicht. Mal gucken, gibt es die überhaupt bei uns? Weiß ich auch gar nicht. Hier müsste auch eigentlich alles normal sein, genau. Die Karte sagt mir auch gar nichts irgendwie. Genau, das hier ist die, die ihr euch merken solltet. Und zwar bei der hier fehlt oben die Feder. Ich weiß auch nicht, was diese Zensierung, oder was heißt Zensierung, was das bei uns im Allgemeinen sollte. Warum hat man da eine Feder drüber gemacht? Ich meine, das verstehe ich nicht. Das ist mir vollkommen das Rätsel. Genau, und hier dann noch so Tippkarten und so ein paar Booster. Das war es gewesen und wir sind doch unter 20 Minuten geblieben. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für heute. Ich nehme jetzt hier direkt weiter auf und wir sehen uns dann zum nächsten Part, der dann natürlich um einiges spannender wird, weil da widmen wir uns dann den ganzen Holo-Ordnern. So, ich würde sagen, wir sehen uns, haut rein, macht's gut und haltet die Ohren steif.